Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, der Titel dieser Zusammenhang Geist und Wissenschaft, was bleibt, der ist ja defensiv, fast pessimistisch, ein guter Ton. Und ich würde in der Tat sagen, wenn die sogenannten Geisteswissenschaften sich weiter in Dekonstruktionsspiegel erschöpfen und Gräzistik dadurch gerechtfertigt wird, dass man Touristikmanager für Griechenland ausbildet, dann ist das Ende nahe. Dann lässt das kann man an Fachhochschulen wahrscheinlich besser und sozusagen dekonstruieren, das heißt ja eigentlich auf Deutsch nur zerstören. Das wird vielleicht auch andere besser. Aber was ist denn, oder auch umgekehrt positiv gesagt, ich sehe für die geistigen Demokraten in der Zukunft, wenn sie sich ihren genuinen Aufgaben zuwenden. Punkt. Das war eigentlich mein Vortrag. Jetzt soll ich nur noch ein paar Bemerkungen zu geben, wie Aufgaben machen. Das ist nicht so ganz einfach und da haben wir auch vielleicht keine volle Einigkeit. Also, ja, das ist mein Fahrplan, aber den hätte ich sowieso irgendwie. Ich beginne mal, damit ich nicht gleich mit einer dogmatisch erscheinenden Definition für Geisteswissenschaft ins Haus falle, eher mit einer Kritik an beliebten Klassifikationen. Und da ist ja jedermann ganz klar, dass diese These zwar vielleicht so explizit niemand vertritt, dass sie aber doch in vieler Wissenschaftsrhetorik, bei Rektoratsantrittsreden, in den ganzen Wissenschaftsjournalismus und so weiter eigentlich immer irgendwie präsentiert wird. Es gibt andere Unterscheidungssysteme, mit denen gearbeitet wird. Eine, die ich auch besonders hasse, aber jetzt nicht auf vornehme, ist die mit den Mietfächern. Was hat es eigentlich mit dieser Einheit? Auf sie eben gar nichts, wie man sehr schnell sieht, das sind alles so wilde Klassifikationen. In Erinnerung an einen glaubenden spanisch sprechenden Autor, der ja so aus Jux einen Wittgens zitiert, der die Tiere unterscheidet in erstens solche, die dem Kaiser gehören und zweitens solche, die mit feinen Pinseln gemalt sind. Das ist so übliche Klassifikation für die philosophischen Kollegen. Mir scheint, dass in diesem Bereich der Begriffstheorie viel mehr Fehler gemacht werden als im Bereich des formalen Schließens. Deswegen ist ein Fehler, ist das ein Fehler, der Logikunterricht Schlusslehre konzentriert und dafür Zeit investiert und die Lehre von Begriff und Urteil irgendwie in die Vorwörter der Logik der Bücher abgewandert ist. Aber das ist eine Randbemerkung, der man vielleicht mal anderen Gegner nachgehen sollte. Nun, was hat es mit dieser Unterscheidung von der Naturgeisteswissenschaft auf sich? Gar nichts. Wenn wir ganz normale klassische Klassifikationsregeln nehmen, dann sieht man schon, es ist gar nicht klar, was das Totum Dividendum überhaupt ist. Meint man wirklich alle Wissenschaften? Ich werde gleich Beispiele nennen, die zeigen, dass es unwahrscheinlich ist. Oder meint man nicht, was Dilthey wohl in erster Linie vor Augen hatte, die Disziplinen, die proliferierende Disziplinenvielfalt der philosophischen Fakultäten mit wenigen Ausnahmen, Dilthey war da nicht ganz sauber, die Rechtsgeschichte, die gehört natürlich auch in eine höhere Fakultät, aber die hat es trotzdem vorgenommen. Aber so eine Frage wie, ist Theologie eine Geisteswissenschaft, die ist eigentlich aus Dilthey'scher Sicht dummes Zeug, das interessiert mich gar nicht. Zweitens, wenn man unterscheidet, braucht man eine gewisse Unterscheidungshinsicht, eine Ratio-Diskussion, ich sage die alten Argumentationen, wo Relativität hält. Und da weiß man gar nicht, was das sein soll bei Geist und Natur. Das ist so ungefähr, als wenn einer auf die Frage, was siehst du vor dir, sagt, ich sehe hier Gegenstände links von mir und bunte. Das ist so ähnlich wie mit den Tieren, das ist eben nicht korrelativ. Eine korrelative Unterscheidung wäre das, was ich bei Hochschulbauarchitekten kennengelernt habe, die unterscheiden zwischen Wissenschaften, die im Freien betrieben werden, zum Beispiel Sportpädagogik, und solche, die in geschlossenen Räumen betrieben werden. Und bei solchen, wie das Stapelbare, das ist zum Beispiel Mathematik, die haben nur Papier und Bleistift, Philosophen haben viele Bücher, sind eher in der Mitte, und Maschinenbau ist immer im Erdgeschoss, weil die so große Zertrümmerungsmaschinen haben. Das halte ich für eine gute korrelative Unterscheidung. Von Wissenschaft, die leuchtet ein. Was ist mit der Vollständigkeit? Ja, da kommt man schon in Verlegenheit und deswegen wird immer so ein bisschen nachgehoppelt, wenn man von Geisteswissenschaften redet und Sozialwissenschaften. Da wird sich daher durchaus mit beschäftigen. Aber was meint man nicht mit Sozialwissenschaften? Da meint man natürlich Soziologie mit, aber vielleicht auch Ökonomie oder nicht. Und wenn man sich diese Disziplin mal ansieht, dann geht es ganz was anderes. Vielleicht überlappt sie sich bei Gefangenen-Dilemma-Forschung heute, aber sonst mal sowas schlimmes. Was ist mit den Ingenieuren? Da wird immer dieser faule Trick gewählt, die seien angewandte Naturwissenschaftler. Das ist natürlich auch Blödsinn. Wenn man in die physikalische Mechanik geht, dann beschäftigen die sich mit ausdehnungslosen Blutkörpern. Das ist ein Fach, was mir näher liegt als Germanistik. Die Bauingenieure, die Bauingenieursmechanik beschäftigt sich allerdings mit komischen Klumpen,
die sind auf jeden Fall nicht ausnehmungslos und da sieht man, Ingenieurwissenschaften können nicht angewandte Naturwissenschaften. Medizin ist sowieso ein Verlegenheitsthema. Sind die Mediziner Naturwissenschaftler? Das gibt es, was ich hoffe. Dann gibt es Disziplinen, die sind schwierig zuzuordnen. Philosophie ist aber sozusagen keine Geisteswissenschaft, denn sie arbeitet nicht oder höchstens marginal mit philologisch-hermeneutischen Methoden. Und die Mathematik ist auch keine Naturwissenschaft, denn das, worüber Mathematiker reden, gibt es in der Natur gar nicht. Sollte einer doch mal sowas sehen wie Ringe oder Primzahlen oder so etwas, dann wäre das wirklich schon psychiatrisch auffällig. Architektur, Sportdidaktik, Siegekunde, Kriminologie, da wüsste ich ehrlich gesagt nicht, wo ich die Geistes oder Natur unterbringen sollte. Und ist die Unterscheidung disjunkt? Und dann hat schon Dieter gesagt, nee, ein paar Disziplinen gehören eigentlich in beide Gruppen, Psychologie, dann gibt es eine Geisteswissenschaft oder Naturwissenschaft, Geografie und so weiter. Kurz gesagt, die Unterscheidung ist völlig unaufgeräumt. Jetzt schlage ich eine aufgeräumte Unterscheidung vor, die ich aber nicht lange erläutere, um mir nicht zu viel Redezeit zu nehmen. Also ich unterscheide a priorische und a posteriorische Wissenschaften, das ist eher an Husserl als Kant orientiert, aber das will ich gar nicht weiter kommentieren. Und a priorisch in dem Sinne sind jedenfalls Philosophie und Mathematik. Also beide gehören weder hier zu den Geistern noch dazu den Naturwissenschaften. Dagegen haben wir es mit den Sachenbereichen zu tun, Naturgesellschaft, Geschichte, Sprache. Also Geschichte, Sprache, Historiografien und Philologien in diesem Plural, das sind auf jeden Fall Geisteswissenschaften und die verteidige ich jetzt, auch wenn ich mich selber nicht als einer betrachte. Ich würde auch Ingenieurwissenschaften verteidigen, ohne dass ich selber einer bin, also das anhand mit dem anderen entfernt ist. Ich weiß, heute lernt man im ersten Semester so Folien, sollte man nicht machen, aber ich habe diese Unterricht nie genossen. Geist und Natur. Nun, diese Unterscheidung geht natürlich für so viel Geschichte und Wissenschaftsgeschichte auf Descartes zurück. Und Descartes versuchte eine Frage zu beantworten, die man in der Metaphysik oder Ontologie immer hat, nämlich die Frage, wie man eigentlich bestimmt, was eine Substanz im Unterschied zu einem Aktien ist. Nun, das ist vielleicht eine interessante Frage, die aber prima facie mit der Frage, was Geisteswissenschaften eigentlich gar nichts zu tun hat. Also die kartesische Wissenschaftsphilosophie geht auf eine Theorie der Substanzen zurück und die Antwort von Descartes ist bekanntlich, also die Substantia in creata, das ist die res absoluta und creata ist die res extensa und res cogitans, das ist, was ich jetzt hauptsächlich behandle, die res absoluta auf der Seite. Daraus hat sich also erstmal dieser Kosmos der speziellen Metaphysiken entwickelt, Theologie, Kosmologie, Psychologie, übrigens die Parallelität findet sich noch bei Kant in der transzendentalen Dialektik. Das ist sozusagen der Ursprung der kartesischen Wissenschaftsphilosophie und dagegen gibt es nun seit spätestens Kant eine, vielleicht schon bei Leibniz, aber jedenfalls völlig bei Kant, eine Protestentwicklung und heute sagt man ja Narrativ. Das Narrativ war also das Folgende. Kant hat dafür plädiert, dass die Fächer der Artistenfakultät, und man bedenkt immer, dass zu der zu Kants Zeit auch die sogenannten, später sogenannten Naturwissenschaften gehören, dass die einen eigenen Wahrheitsanspruch haben und dass sie nicht sozusagen nur Propedeutika für die höheren Fakultäten sind. Also das ist sozusagen eine erste Entkopplung. Diese Disziplinen sind nicht in dem Sinne Service-Disziplinen, dass sie keinen eigenen Wahrheitsanspruch haben. Der entscheidende Durchbruch allerdings ist dann Hegel mit seinem Begriff des objektiven Geistes. Darauf komme ich gleich noch. Die Themen oder Gebiete des objektiven Geistes waren allerdings für Hegel Themen der Philosophie oder der Metaphysik. Und Dilthey hat dann dafür plädiert, einen bestimmten Typ von Erfahrungswissenschaften, die Geisteswissenschaften, zu etablieren. Das halte ich auch für richtig. Und der Geist der Geisteswissenschaften ist aber nach wie vor der objektive Geist Hegel. Er ist eben nur Gegenstand eines bestimmten Typs von Erfahrungswissenschaften. Das ist kurz gesagt in sehr groben Schritten die Vorgeschichte der Geisteswissenschaften. Was jetzt erläutert werden muss, ist das, was Hegel mit objektivem Geist meint. Ich glaube, dass Hegel da eine sehr triftige Entdeckung gemacht hat oder einen sehr guten Einfall hatte, den man auch für gut halten kann, ohne gleich das ganze hegelische System nicht zu kaufen, wie überhaupt mit Hermann Müller und anderen in Hegel eigentlich einen genialen Beobachter eher sehe als den Systemschreiber. Was nicht heißt, dass es alles dummes Zeug ist mit dem System, aber da muss man Schritt für Schritt immer sehr genau hingucken, ob sich wirklich sozusagen die hegelische Argumentation erschließt, aber das ist ein Problem. Über den absoluten Geist sage ich hier gar nichts, ich bin aber doch
relativ großzügig auch einige der Subdisziplinen des absoluten Geistes jetzt unserem Gegenstand Geisteswissenschaften zuzuordnen. Das wäre interessant. Aber die entscheidende Wendung, die ja sehr bekannt ist, die Hegel hier gebracht hat, ist eben die, dass er sagt, der objektive Geist ist eine Form der Realität als einer von ihm, eben dem Geist, hervorzubringenden und hervorgebrachten Welt, in welcher Freiheit als vorhandene Notwendigkeit ist. Und die Rede vom Objekt heißt eben hier, dass die Objektivität dem individuellen Menschen sozusagen von außen entgegentritt. Also nehmen wir mal als Beispiel die Sprache, durch die Einsozialisation in eine Sprache, werden wir in ein Gebilde hineingeführt, das uns eigentlich von außen entgegentritt. Wir sind nicht der Erfinder der Sprache, sondern die ist schon da, ähnlich wie die Natur uns von außen entgegentritt. Gleichwohl können wir nicht anders als uns vorstellen, dass die Sprache ein Produkt der menschlichen Freiheit ist. Sie wird eben nicht geerntet, von Bäumen gepflügt oder so etwas. Das ist also kein Naturobjekt. Das halte ich also für die eine richtige Entdeckung. Also Freiheit durch Menschen gemacht, ähnlich wie der subjektive Geist, etwas menschliches Notwendigkeit dem Individuum vorgegeben, ähnlich Natur. Und das ist also diese dritte Gruppe, neben der Reskogitanz, das ist der subjektive Geist, und der Natur gibt es also noch was Drittes. Nun, diese Drittheit, so etwas persianisch gesagt, richtig zu etablieren und auch vor allen Dingen gegen die Gefahr zurückzufallen in die Theorie der Natur oder des subjektiven Geistes, das ist das eigentliche Problem. Also ich möchte mal das Stichwort methodologische Labilität mit draufstellen und sagen, seit Dilthey waren die Geisteswissenschaften eigentlich nur durch eine methodologische Labilität geprägt. Es war nie so ganz klar, oder es war immer so ein Balanceakt, mal kippte man auf die eine Seite, dadurch geht man wieder Pseudonaturwissenschaft, sowas wie Neurogermanistik, oder man kippt auf die andere Seite, dann betrieb man Autorenpsychologie, das ist sozusagen dies Kogitanz, und die eigene Miete zu halten, war immer schwierig. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass es nicht ganz einfach ist, genauer zu bestimmen, was mit dem objektiven Geist eigentlich gemeint ist. Ich werde also einige Beispiele bringen. Sechs Beispiele von Phänomenen des objektiven Geistes, die wir in der absoluten Teil Wissenschaft und so weiter da reingeknetet haben, Religion und Kunst. Auch die Liste ist nicht klassifikatorisch sortiert und sie ist auch nicht abgeschlossen. Man könnte durchaus sich vorstellen, auch zum Beispiel das Phänomen der Wirtschaft als ein Phänomen des objektiven Geistes zu betrachten, auch als Phänomen Wissenschaft. Jedenfalls geht es um Phänomene, von denen ich sagen möchte, sie haben einen konventionellen Status, das soll heißen, das ist der Konvention auch besonders klar, das soll heißen, sie sind sozusagen Produkte menschlicher Übereinkunft, so wie es auch ein Brauch oder eine Üblichkeit ist. Sie haben auch eine gewisse operative Geltung. Man kann nicht machen, was man will, also da herrscht eine gewisse Verbindlichkeit. Und darüber müssen wir vor allen Dingen reden. Ich sehe vor allen Dingen bei der Dekonstruktionsmasche den Geltungsbegriff untergehen. Also da wird nur noch sozusagen relativiert und das kann ja nicht der Witz der Sache sein. Und ich habe mal aufgeschrieben, wie sich zu den Phänomenen der Geschichte, der Sprache, der Sitte und weiter des Staates, der Religion und der Kunst jeweils naturalistische, mentalistische und eben auch konventionalistische Deutungen annehmen. Nehmen wir mal nur die Sprache, ich fühle jetzt nicht alle sechs Varianten vor. Also Sprache wird zum Beispiel sehr häufig als ein akustisches Signalsystem betrachtet. Das ist die sogenannte Signaltheorie der Sprache. Mich nervt unheimlich, dass im Deutsch-Lehrbuch der Mittelstufe des Gymnasiums in Westfalen unter dem Kapitel 6 Kommunikation steht das Modell der Kommunikation und dann wird das Shannon-Weaver-Modell des akustischen Nachrichtenaustauschs als das Modell betrachtet. Nein, Deutsch ist. Also wenn so Germanistik läuft, dann in der Tat steht die Abdankung vor. Mentalismus heißt, Sprache als Ausdrucksinstrument für seelische Vorgänge zu betrachten. Das ist auch eine sehr beliebte Masche, als Goethe schrieb, überall hilft es nie, was ging in ihm davor? Ja, da war seine zweite elsässische Geliebte, hat sich von ihm getrennt und da war er sehr genervt, sah alles dunkel, ging immer durch Wälder da und er fand leider nur auf. Das wäre also sozusagen Mentalismus. Und was denn dann? Operationalismus, also Sprache als ein konventionelles Medium sprachlicher Interaktion zu betrachten. Da gibt es also in allen sechs Phänomenen und in den weiteren, die ich jetzt nicht weiter betrachtet habe, Parallelitäten. Das geht jetzt nicht weiter durch. Was heißt es denn, Wissenschaft vom objektiven Geist zu betreiben? Dazu ein paar Bemerkungen.
Also ich habe fast Hemmungen, jetzt ein bisschen auf Dilltei einzugehen, aber nur gut. Also ich sagte ja, Dilltei sagt ja, Hegel hatte ganz recht. Es gibt dieses dritte Phänomen, diesen dritten Phänomentyp, neben der Rechtskonkurrenz und der Extensa, nämlich die Gegenstände des objektiven Geistes, aber die sind nicht Gegenstand der Philosophie oder der Metaphysik. Ja, daraus müssen die Geisteswissenschaften befreit werden, sondern eines neuen Typs von Erfahrungswissenschaften. Und es ist ja bekannt, dass er versucht, diesen Typ mit dem Begriff des Verstehens zu charakterisieren und dem Erklären gegenüber zu setzen. Nebenbei hat er aber auch das Anliegen, in die Disziplinenvielfalt der philosophischen Fakultät eine gewisse Ordnung zu bringen, nachdem er durch die historische Schule, also die allermeisten Disziplinen, die Disziplinen im Rahmen des Deutschen Hochschulverbandes, sind Geisteswissenschaften. Ja, von A bis Z, Afrikanistik bis Zwangsvorschreckungslehre, ja, das ist gut zu benennen. Die Naturwissenschaften sind gar nicht so proliferiert in ihren Ausbildungen. Und da musste eben Ordnung geschaffen werden. Soweit so gut. Es gibt ein Problem, das wir natürlich alle kennen. Es gibt ein Problem, das Projekt in anderen Sprachen darzustellen, also vor allem im Englischen. Zur allgemeinen Erheiterung habe ich eine etwas ältere Enzyklopädie herangezogen. Da gibt es in der Tat ein Stichwort Geisteswissenschaften bei Edwards, und Edwards schreibt dann, und das finde ich also wirklich lustig: "The term Geisteswissenschaften was coined in Germany in the middle of the 19th century to translate John Stuart Mill's phrase, the moral sciences." Jetzt zeigt sich dieses Muster der Brexiteers, ne? Als sei Peter angetreten, was von Mill zu übersetzen. Er erwähnt Mill so am Rande, aber das ist natürlich völlig übertrieben. "The English phrase is rarely used and a modern equivalent is not easy to find." Ja? Und dann wird noch erläutert, was Geist heißt, etwas später. "It is difficult to translate the term Geist and impossible to indicate succinctly in English relationships between words that are obvious in German." Da sieht man schon die ganze Verlegenheit in internationalen Rezeptionen, und wenn denn wahr ist, dass heute Englisch die Lingua Franca ist, Lingua Franca ist allerdings nicht Englisch, dann wäre in der Tat aussichtslos, überhaupt zu erläutern, was man meint mit der Geschichte. Und die zweite Krise ist, dass die Neukantianer den Geistesbegriff von Hegel und Dilthey nicht einkaufen wollten, weil sie Sorgen hatten, dann vielleicht das akademische System schlucken zu müssen. Und schon Rickert hat in seinem, ja, nicht aus dem epochalen Buch, Der Gegenstand der Erkenntnis, gesagt: Geist, das ist ja zweideutig, das kann heißen, das Psychische, das Seelische. Und dann wäre Geisteswissenschaft Wissenschaft vom Seelenleben, aber das wird es ja nicht gemeint. Und Geist kann heißen, das nicht sinnlich wahrnehmbar zweifellos Vorhandene. Und dann wäre Geisteswissenschaft Wissenschaft vom bedeutungsvollen Sein. Also bedeutungsvolles Sein, das ist jetzt hier das Stichwort der Neukantianer, mit dem sie dann den Begriff der Kultur etablieren. Kultur als Inbegriff des Sinn und bedeutungsvollen Seins. Also so eben am späteren Werk von Rickert. Und da heißt es dann, die geschichtliche Methode ist, dass die Kultur, das heißt ein Gebiet von ziemlich realen, aber zugleich sinn- und bedeutungsvollen Vorgängen, den eigentlichen Gegenstand der historischen Disziplin bildet. Nun ist die Frage, ob der Ausdruck bedeutungsvoller Gegenstand klarer ist als der Ausdruck objektiver Geist. Gut, das hängt jetzt natürlich vom interpretatorischen Kontext ab, aber ich sehe eigentlich keinen Explikationsfortschritt hier wirklich. Und vor allen Dingen, wenn man weiter sieht, was daraus geworden ist, Windelband, schon fast zeitgleich, hat uns dann die Unterscheidung beschert, die Naturwissenschaften seien generalisierend, nomothetisch, also gesetzesbildend, und die Geisteswissenschaften dagegen individualisierend und ideografisch. Das halte ich eigentlich für unmöglich. Davon wird häufig gebraucht und sagt mit Einführungen, erstens in Bezug auf die Naturwissenschaften muss man bezweifeln, ob sie nur nomothetisch sind. Also gerade ist ja entdeckt worden, dass der Jupiter einen neunten Mond hat. Dieser Mond ist natürlich ein singulärer Tantum. Es gibt einen neunten Mond des Jupiter, ist natürlich keine Gesetzesaussage, aber trotzdem ist es Naturwissenschaft. Die frühe Kreisezeit, dieses Stück Kupfer und so weiter, da kriegt man mit den nomothetischen Problemen, aber ideografisch, das halte ich für besonders problematisch. Natürlich wird in den zweifelsfreien Geisteswissenschaften auch generalisiert. Es wird gesagt, es gibt einen Verfall der Reichsidee, es gibt das Zeitgeist, es gibt historische Entwicklungen, es gibt Schwellenphänomene, aber in der Neuzeit, was man alles sagt, sind alles gewissermaßen Generalisierung, es gibt Regeln der indogermanischen Lautverschiebung und so weiter.
Das sind zwar Geltungsansprüche, die über Kontext gebunden sind, aber eine gewisse Relationalität haben, aber gleichwohl Generalisierungen in diesem Rahmen sind. Und nach meiner Meinung, man hat da ganz wichtig gesehen, dass das gerade die Geisteswissenschaften ausmacht. Sie sind zwar generalisierend, aber immer auch kontextbezogen generalisierend, während es jedenfalls den Anschein hat, dass die Gesetzesaussagen der Naturwissenschaften kontextfrei sind. Ich bin allerdings der Meinung, dass auch das nicht stimmt, sondern dass da die Regularitäten der Naturwissenschaften auch kontextbezogen sind. Aber das ist jetzt allgemeine Epistemologie, das will ich nicht so weit ausführen. Das Folgeproblem der Unterscheidung dieser Parallelisierung mit den Kategorien singulären und allgemeinen ist eben die Tendenz, das war das Wichtigste, dass die Geisteswissenschaften partikularisiert und regionalisiert sind. Ich halte also in der Überführung der Cultural Sciences oder Humanities in Regional Studies für ein ganz großes Punkt in dem Zusammenhang. Das ist dann der reine Relativismus oder sagen wir mal Regionalismus, wo mit Geltungsansprüchen und Verbindlichkeiten und so weiter überhaupt nicht garantiert werden kann. Gut, ich sprach von der Labilität der Methodologie und es gibt dann in der Tat seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts permanent Versuche, die mit dem Methodenstatus der Geisteswissenschaften genauer zu bestimmen. Das ist mal so ein Name-Dropping-Überblick, so ein bisschen sortiert nach den Schulen. Und wenn das so einigermaßen repräsentativ ist, dann sieht man, dass das eigentlich preponderant ein deutschsprachiges Unternehmen ist und die beiden Skandinavier von Dick und Thurweger, die können wir hier mal kurz vermeiden. Während die Bemühungen im angelsächsischen Bereich, was die Wissenschaftstheorie anbetrifft, sich fast ausschließlich auf die formalen und sogenannten Naturwissenschaften beziehen, wenn man auf die großen Lehrbücher von und aber auch Spielbücher zum Beispiel, solche Autoren, die den Nacheifern nimmt. Nun ein paar Bemerkungen zu den wissenschaftsphilosophischen Grundlagen. Ich erinnere nochmal an diese methodologische Labilität, die immer wieder sozusagen dazu reizt, Geisteswissenschaft entweder doch in eine naturalistische Variante zu überführen oder in eine eher mentalistische. Und biete mal diese kleine Ontologie der Wissenschaften an. Ich beginne mit dem Begriff des Ereignisses. Ich weiß, Ereignisontologie, das ist auch nicht umstritten. Aber ich gehe mal so vor, dann kann man nicht herbeigeführte Ereignisse unterscheiden, Vulkanausbrüche oder Sonnenumläufe oder was auch immer. Hierfür will ich die Vokabel Vorgang reservieren und die Deutungskategorien von Ursache und Wirkung. Das ist vielleicht nicht sehr strittig erstmal. Dann gibt es herbeigeführte Ereignisse, nicht beabsichtigte, dann spricht man von Erhalten. Und hier sind die zentralen Kategorien Erleben und Ausdruck. Das erinnert darauf kommt er zurück. Und es gibt beabsichtigt herbeigeführte Ereignisse, das sind Handlungen und hier Handlungen werden explizit in Terms und Sequenzen. Und meine Plädoyer ist vor allen Dingen, dies genau auseinanderzuhalten und nicht ständig ineinander sozusagen miteinander zu amalgamieren, sondern hier in einem klaren Kategoriensystem zu arbeiten. Nochmal etwas anders dargestellt, wissenschaftliches Erkenntniskunst ist ja ein Reduktionsprojekt, also man führt ein Ereignis Pi auf Phi zurück. Bei Vorgängen führt man Wirkungen auf Ursachen zurück, bei Verhalten Ausdruck auf Erleben, bei Handlungen Mittel auf Zwecke. Ich sage nicht, das zu tun ist falsch, sondern ich sage nur, man soll diese drei epistemischen Zugänge und die dahinter stehenden Ontologien genau unterscheiden und nicht miteinander konfrontieren. Ob ein Ereignis, ein Vorgang, ein Verhalten oder ein Handeln ist, ist nicht eine Angelegenheit adäquater Beschreibung, sondern einer adäquaten Deutung. Das heißt, man sieht dem Phänomen nicht an, was es ist. Und natürlich gibt es da auch Debatten, also im Rahmen von Naturreligionen sind die Bewegungen des Blattes eine Handlung des Baumgeistes. So wird das eben interpretiert, eine Deutung, und wenn man solche naturreligiösen Vorstellungen abholt ist und sich veraufgeklärt hält, sagt man, nein, das sind Wirkungen von Ursachen, vielleicht über Luftbewegungen. Es geht also nicht jetzt um die Wahrheitsfrage, sondern um die Adäquatheit, Inadäquatheitsfrage. Wie überhaupt viele Debatten, um das auch mal zu einer moderatungspolitischen Perspektive zu sagen, um wahr und falsch, ich nehme an die ganze Kognitivismus, Antikognitivismus oder Non-Kognitivismus-Diskussion in der Mitte, Ethik, immer wieder Wahrheitsfragen und Adäquatheitsfragen miteinander konfundieren. Es geht
also um die Frage, ist es adäquat, einen Vulkanausbruch als Vorgang und nicht als Handlung zu betrachten? Und nicht, ist es wahr oder falsch, dass der Vulkan sozusagen handelt oder nicht handelt? Das ist meine Frage. So, zweite Bemerkung. Die richtige Frage auf die Frage, wie steht es mit den Geisteswissenschaften, ist eigentlich nicht eine Liste von Geisteswissenschaften. Insofern habe ich mich meiner Folie auch schon dagegen verstoßen, sondern man müsste eigentlich fragen, ich komme jetzt so ein bisschen wittgensteinianisch, welche Erkenntnisverfahren sind geisteswissenschaftlich oder sind wirklich verstehende Verfahren im Sinne eines so und so gearteten Verstehensbegriffs? Und dann könnte man auch durchaus sagen, dass auch sogenannte Naturwissenschaften es durchaus mit dem Verstehen zu tun haben können. Und die Vokabel Verstehen im Übrigen ist ja in den Naturwissenschaften fast, ja, wie soll man sagen, ubiquitär. Also ein Mediziner sagt, wir verstehen jetzt, was wir vorher nicht verstanden haben und so weiter. Offenkundig sind da auch Verstehenselemente, so wie vielleicht in genuinen Geisteswissenschaften auch Erklärungselemente eine Rolle spielen können, und das verbinde ich mit dem Gedanken Digitalisierung, da sehe ich also durchaus einen gewissen Raum. Aber das sind dann immer sozusagen subsidiäre epistemische Rollen, die da herangezogen werden. Primär geht es in den, oder sollte es in den Geisteswissenschaften nach meiner Vorstellung das Verstehen. Nun ist die Frage mit dem Verstehensbegriff natürlich prekär, was man überhaupt mit Verstehen. Auch hier gehe ich sehr hochschlächtig heran und unterscheide zwei Verstehensbegriffe. Und die nenne ich, das mal ein bisschen polemisch, also man kann Gegenstände als Ausdruck eines Erlebens, das heißt als Verhaltensphänomen erklären, das ist nämlich den expressionistischen Verstehensbegriff oder expressionistische Handlung, oder eben die Gegenstände des objektiven Geistes als Zweck einer Handlung, dann verstehe ich sie als Handlungsphänomene, dann spreche ich von einer operationalistischen Handlung. Das will ich noch kurz gegenüberstellen. Also, Expressionismus, da hat eigentlich Bildteil an mehreren Stellen, vor allem hier in diesem Fragment, die Entstehung der Hermeneutik, klar gesagt, dass er unter Verstehen eigentlich im Kern ein Nacherleben eines Erlebens versteht. Also ein Verstehen dort, nacherlebt, was ein anderer vorher erlebt hat. Etwas umständlicher als bei Bildteil wirklich Verstehen nennen wir den Vorgang. Ja, das ist eigentlich Kategorien-Salat, wenn er meinen Vorschlägen vorstellt. Aus welchen, aus sinnlich gegebenen Äußerungen seelischen Lebens dieses zur Erkenntnis kommt. Also, also der Erkennende erkennt sozusagen, was in dem anderen vorgeht. Nun, hier sehe ich in der Tat, ich bin noch vorsichtig, die Gefahr eines Mentalismus, vor allen Dingen, weil sich dieser Ansatz bei Dilthey auch noch mit genieästhetischen Motiven verbindet. Das heißt, wenn ich einen Dichter verstehe, dann verstehe ich natürlich ein Genie und dann muss ich vor allen Dingen nacherleben, was genialer ist in diesem vorgeht, das kann ich nun in Richtung abkippen in die Res Cogitans oder in den Mentalismus für besonders gefährlich. Warum? Weil sozusagen der Geltungsanspruch, der ja auch mit einem Gegenstand des objektiven Geistes verbunden ist, da ganz untergeht in der Psychologisierung des Objekts hervorbringenden, in diesem Falle also sprachlichen Autors. Das kann ich jetzt bei dem lernen. Ich sehe auch, ehrlich gesagt, starke methodische Anwendungsprobleme, die ich für so stark halte, dass ich letztlich also diesen expressiven oder expressionistischen Ansatz bei Dilthey in diesem Punkt für gescheitert halte, was das Nacherleben eines Vorerlebens betrifft. Was ist zum Beispiel mit Kontexten, in denen das Erleben zwar vielleicht noch sprachlich eine Rolle spielen kann, aber doch irgendwie in einer metaphorischen Verwendung? Also es wird gesagt, das Gesetzeswerk Solons reagiert auf Konflikte einer interkulturell agierenden Stadtgesellschaft, wie man es hat. Ja, das ist ein vernünftiger, wahr, falscher Satz einer Geisteswissenschaft, würde ich sagen. Aber das hat mit dem, was Solon für ein Erleben dabei hatte, als er seine Gesetze aufschrieb, eigentlich nichts Vernünftiges zu tun. Und deswegen ist auch die Kategorie des Nacherlebens an dieser Stelle völlig fehl am Platz. Was ist bei kollektiven Akteuren, wo man gar nicht über Individuen redet? Zum Beispiel schreibt Frau Platzek, die hygienische Kultur war schon keine Schriftkultur. Wir haben nur Gegenstände des täglichen Lebens, aus denen wir uns vielleicht diese Kultur irgendwie zusammenreimen können, also rekonstruieren können. Aber wen meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, die hygienische Kultur war keine Schriftkultur, was hat die Kategorie des Erlebens hier noch zu tun? Oder wir reden über anonyme Akteure, die Bewohner von Pompeji, das können wir ja bei Besichtigung da
Seen sind vom Vulkanausbruch überrascht worden, aber das individuelle Erleben dessen Gemeinde, wir da noch vorfinden, interessiert uns nicht ohne in diesem Zusammenhang. Trotzdem ist es ein vernünftiger Satz, kurz gesagt. Diese Erlebens-Nacherlebens-Metaphorik, die läuft eigentlich für viele Dinge, die in den Geisteswissenschaften betrieben werden, eher. Also, das ist meine Kritik an dem Teil. Auch gerade als Reparaturversuch, also ich sehe gerade mal im Wesentlichen den Versuch, diese Probleme von Dilthey irgendwie zu reparieren, der sagt ja ausdrücklich im Dilthey-Kapitel, Wiedererweckung des ursprünglich seelischen Vorgangs des Schreibers kann nicht der Sinn der Geisteswissenschaften sein, aber auch für Gadamer ist das Textverstehen das Modell, immer noch. Und zweitens, was verlangt er denn stattdessen, statt der Wiedererweckung des ursprünglichen Vorgangs, die meisterhafte Nachbildung? Da wird sozusagen Genie und Genie gefordert, nicht nur der Autor des Gedichts ist ein Genie, sondern auch ich als Gedichtsversteher bin auch noch jedenfalls meisterhaft, also es sind Meisterversteher bei Gadamer. Also mir scheint also das Genie des Verstehens als innere Aufführung auch bei Gadamer letztlich auf jeden Fall zu führen. Das würde also kein Gedicht vorstellen. Nun, jetzt der Vorschlag, mit dem ich sympathisiere, den will ich damit noch ein bisschen motivieren, dass ich ganz aristotelisch auf die mehrfache Bedeutung der Warum-Frage noch einmal anspiele oder daran erinnere, mit einem anderen Beispiel. Also, der Sven ist in Urlaub gefahren und hat der Eva versprochen, die schreibt den Tag in die Postkarte, er schreibt aber nichts. Jetzt kommt er zurück und die Eva sagt, warum hast du mir nicht geschrieben? Das ist eine Warum-Frage. Jetzt könnte Sven sagen, weil ich die ganze Zeit gefesselt war. Ich war da irgendwo in Syrien, bin getitelt worden, war gefesselt, konnte ich nicht schreiben. Das wäre so etwas wie eine empirische Erklärung. Er könnte verhaltensmäßig antworten, könnte sagen, dass der Gedanke an dich hat bei mir eine unüberwindliche Schreibphobie erzeugt oder irgendwas anderes, was vielleicht Freudianer aufklären können. Das wäre Verstehen im ersten Sinne, sozusagen Nacherleben. Jetzt versetzt dich doch mal, ich habe mich sozusagen nicht versetzt und so weiter, wäre Nachdenken. Oder er kann eine operative Antwort geben und sagen, weil ich dich zum Nachdenken über uns bringen wollte, dann war das Nichtschreiben ein Mittel zum Zweck. Das war eine Operation. Und sagt er wieder nicht, nur die Frage oder nur die Frage ist eine vernünftige Frage, sondern jede der drei Fragen kann, je nachdem, eine vernünftige Frage sein oder eine vernünftige Antwort gewesen sein. Nur das geisteswissenschaftliche Verstehen liegt eben im Bereich dieses Antworttyps. Das nennt man in gewissen Kreisen rationale Erklärung, wobei rational jetzt nicht im Unterschied zu irrational, sondern zu empirisch steht, ältere deutsche Wörter. Aber es gibt eben immer wieder das Problem, dass mit der methodologischen Labilität, dass man sozusagen meint, man soll auch in den Geisteswissenschaften anfangen, empirisch zu erklären. Also Neurogermanistik, ja, inzwischen gibt es ja auch Neurotheologie, da gibt es ja auch an der LMU. Ja, interessant, ja, da werden Quanten die Neurologie, du müsstest halt auch sagen. Und dann flackert es natürlich, wenn du mit ihnen noch fragst. Und werden bei 10 Probanden die Flacker-Teste hat übereinander gelegt und dann haben wir das B-Zentrum gefunden. Ja, das ist Neurotheologie, also für die, die sich so auskennen. Es gibt eben auch immer das Abkippen in den Mentalismus, also die Genie-Ästhetik, sowas überhaupt immer sozusagen die Autoren- oder Erzeugerpsychologie. Vor allem in der Kunst und in der Literatur ist das sehr beliebt, in der Historiografie ist das nicht so interessant, weil ganz klar ist, was der Solon erlebt hat, was ihm vorging oder was in Caesar vorging, als er sich die Schuhe auszog und den Rubikon überschritt, das interessiert den Historiografen nicht, da ist immer kein Diskurs. Und ich möchte eben plädieren für einen Kulturalismus oder Operationalismus, hier diese Ismuswörter sind natürlich immer nur so unfaire Orientierungen. Das heißt, die Gegenstände des objektiven Geistes sind Produkte von Handlungen und somit als Mittel zu einem Zweck zu verstehen. Das heißt, rational zu erklären. Das wäre mein Plädoyer, nicht fertig genug. Also verstehen im operationalistischen Sinne betrachtet die Gegenstände des objektiven Geistes nicht als Manifestation von Erleben, sondern als Funktion von Handlungen. Und mir scheint ein Beispiel, das von Simmel stammt und Searle nochmal, ohne Simmel zu kennen oder zu zitieren, nachgezogen hat, ganz illustrativ. Die Geltung eines Geldstücks geht weder in den Motiven des Münzprägers noch in den technischen Rezepten des Metallmusses auf. Das sind sozusagen die beiden Dinge, die man machen kann. Das heißt, wenn ich über Geld natürlich
reden beim Geldstück über relative Geldstücke. Beim Geldstück gilt nur im Rahmen einer Währung. Es ist etwas Konventionelles, aber es gilt. Aber auf dieses Geltungsphänomen oder Verbindlichkeitsphänomen würde ich gerade aufmerksam machen. Und wenn Geisteswissenschaften also Schlussappell sich mit diesen relativen oder relationalen Geltungsphänomenen so beschäftigen, das heißt wirklich ihre Gegenstände als solche des objektiven Geistes betrachten, dann sind sie vielleicht doch aussichtsreich in Bezug auf Hoffnung weiter existieren zu können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.